አላ ንዝብሎዝን ከሃሉ አብህወተይ ዝን የተሉ ብመንትር ኩሉ ሰናይ ግብርኻ ኣይበከረልዩ ጽምዓኻ ውሒድጓ ንገሰለ ዘስተንትኖ እደንለኹ ልሊኡንተሎ ሰብ ዘይበሎ ንገሰለ ብእመነለ ተመረኸለይ ንዓይብሉ እዩ ዝገበርካለ ኩሉ ሓሳበይ ብኣኻ ይዕዘብ ንሳኻለኹ ንዘሊ ዓለም ንዘሊ ዓለም እንተበልኩ ንግበረለይ እንተበልኩ ንተባረኸለይ ምስቲ ዘይድፈር ዓብ ግርማኻ ከመይ ልዳረ ጐይታይ ንዓኻ ምስቲ ዝናኻ ንገሰለ ብእመነለ ግናንኽጂ ኣብ ልበይ ዘሎ ተቐበለኒ ልበይ ዝኽሎ ክሳብ ዝበገን ምስጋናኻ ልዕል በለለይ ንገሰለይ ተባረኺኻ ንገሰናበለናበለናዓና ፍሉዩ ዝገብርካልና Thank you.
Vierweg hier bei uns, die haben Musik gehört und euch so schön in den weißen Kleidern gesehen, speziell natürlich für uns. Herzlich willkommen zu diesem Taufgottesdienst von Matthäus. Es ist ein spezieller Gottesdienst, denn heute vertrauen wir Matthäus Gott und seiner Gemeinschaft an. Gott nimmt uns so an, vor allem nimmt er auch Matthäus so an, wie er ist, ein ganzes Leben lang mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Und auch wir nehmen dich, Matthäus, so an, wie du bist, und wir begleiten dich ein Leben lang. Das heißt, ich vielleicht ein bisschen weniger, aber ich bin mir sicher, Masa ist ja so verbunden auf dem Herzen mit Speicher, dass sich die Wege irgendwann über kreuzen, wenn ihr schon bald nach Winterthur geht. Ihr, vor allem die Angehörigen, die Eltern, der Pate, ihr seid diejenigen, die Matthäus begleiten durch Höhen und Tiefen. Ihr seid die wichtigsten Bezugspersonen, sind natürlich die beiden Eltern und eben der Götti. Und darum stelle ich auch die speziellen Fragen an Masa und Tessalem. Und wäre einfach schön, auch der Götti, wenn ihr dann einfach mit Ja antworten könnt. Wir alle haben unser Leben von Gott. Aber durch eure Liebe soll Matthäus das erste Zutrauen zur Güte Gottes gewinnen. Noch stärker als unsere menschliche Liebe ist die Liebe Jesu Christi. Darum sollt ihr euer Kind zum Glauben an Jesus Christus hinführen, zum Beten anleiten und ihm helfen, ein lebendiges Glied der Kirche Jesu Christi zu werden. Seid ihr dazu bereit, so antwortet mit Ja. Ja. Danke vielmals. Und daneben der Götti auch noch, das ist mehr als nur Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke. Der Götti, der Pate, muss dann sein, wenn es für Matthäus mit den Eltern etwas schwierig wird, so in der Pubertät, dann hat er hinterher noch eine Vertrauensperson, mit der er sprechen kann. Henoch, du vertrittst bei Matthäus die christliche Gemeinde. Deshalb frage ich dich, bist du bereit, die Patenschaft an diesem Kind zu übernehmen, für dieses Kind zu beten, ihm in Notlagen beizustehen und ihm zu helfen, ein lebendiges Glied der Kirche Jesu Christi zu werden? So antworte mit Ja. Ja. Auch dir herzlichen Dank für diesen wichtigen Dienst für Matthäus. Wir haben Musik gehört, wunderbar, eben auch von Goethe, und dann weiß ich leider nicht mehr. Sehr gut, ich habe den Cosa von Matthias. Ah, sehr gut. Und jetzt hören wir noch ein paar andere, die singen. Oder sind die nicht? Also. Ja, ihr habt ja ein Lied singen zusammen, ja? Und du begleitest auch wieder. Genau. Dann wäre es schön, wenn wir jetzt so das nächste Lied hören können. Love, 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 love,
Ein Gebet wird auf die Rede sein. Aber die anderen kennen die Lesung. Es ist die Taufe von Jesus am Jordan. Aber zur Einstimmung in die Lesung lade ich ein zum Gebet. Guter Gott, du Ursprung allen Lebens, du lässt in uns Menschen die Kräfte der Seele wachsen, Glauben, Hoffnung und Liebe. Durch dich können wir an die Entfaltung des Guten im Menschen und in der Welt glauben. Bewegt von deiner Geistkraft sagen wir Ja zum Leben und wir freuen uns über die Geburt von Matthäus. Und auch du sagst Ja zu diesem Kind, das wir durch die heilige Taufe als Kind Gottes in unserer Gemeinschaft begrüßen. Steh du ihm bei in guten wie in schlechten Tagen. Sei du bei ihm und bei uns, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Schenk Matthäus ein gutes und erfülltes Leben hier und jetzt und in alle Zeit und auch in deiner Ewigkeit. Amen. Und wie gesagt, hören wir jetzt das Evangelium auf die Genia, Markus 1, 9 bis 11. Und ich bitte alle, zum Evangelium aufzustehen. Wohlgehen Markus, mehr alle, Chate. Sankat Jesus Patanum. No habatik zeti Jesus kam Nazaret na Galila wanze. Afalag Yordanus ka bi Yohannes tatamke. Jesus kam mai uz misbele bun bu samai tagafte. Manfas kudus dama baamsar nukwi Ablo di Uhuwar Nkorlo Rahe. Bahaz Hakosko Fukur Waddei Nisraiha Zibel Dimzi Kapsamai Mese. Zi Aram Tahi. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Liebe Christinnen, liebe Christen, für die Taufe von Matthäus hat Martha eben diesen bekannten Text, diese Erzählung über die Taufe von Jesus im Jordan ausgewählt. Dabei geht es natürlich einerseits um die Ablösung des großen letzten Propheten des ersten Bundes, Johannes dem Täufer, zum Neuen, zum Jesus. Jesus, der das Neue Testament begründet, oder auch das Zweite. Es ist eine Linie, alt, neu, ist eine schwierige Bezeichnung. Johannes steht also auch für diesen Übergang vom Ersten zum Zweiten. Er ist der Rufer in der Wüste, er ist eben vor allem der Wegbereiter von Jesus. Was es bedeutet, eine Lebensaufgabe an jemand anderen zu übergeben, das wissen alle, die eine eigene Firma zum Beispiel an die nächste Generation weitergeben, ein eigenes Geschäft, was auch immer. Oder jede Mutter, jeder Vater, die beim Älterwerden ihrer Kinder merken, dass sie es in ihrem Leben vielleicht etwas anders machen werden. Vielleicht ist man mit vielem nicht so einverstanden. Oder vielleicht erziehen die jungen Eltern ihre Enkelkinder etwas anders, als sie es gemacht haben. Diese Übergänge sind oft schwierig, manchmal gelingen sie aber auch ganz gut. Und so gelingt es eben diesem Johannes dem Täufer mit sehr viel Demut,
gibt er den Stab weiter. Bescheiden geht er einen Schritt zurück vor Jesus und der neuen Gemeinschaft, die dann später auch der neue Weg genannt wird. Wichtiger ist mir aber noch ein zweiter Gedanke aus dieser Erzählung. Es ist das, was ganz klar so hervorsticht, wenn man es denn versteht, in der Sprache natürlich. In der Erzählung weitet sich der Himmel, öffnet sich der Himmel bei der Taufe im Jordan und ja, der Heilige Geist erscheint in der Form einer Taube. Das ist so also ein Bild, das jetzt die jungen Erwachsenen auf dem Firmenweg ja auch behandeln. Wie soll man den Heiligen Geist greifbar machen? Das Unbegreifliche, es ist ja die Taube. Egal, wichtig ist der Satz, der Spruch aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden, obwohl Gefallen gefunden. Dieses Segenswort dürfen wir auch eben bei der Taufe von Matthäus auf ihn ganz speziell beziehen. Heute sagt das Gott ganz speziell: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Gott liebt seine Söhne und Töchter. Ich habe es auch an Taufen von Mädchen schon gebraucht, diesen Text. Es ist natürlich klar: Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Er liebt alle seine Menschen und vor allem so ein unschuldiges, herziges, kleines Baby. Auch wenn es nachts manchmal nicht so schön schläft, das hat Maser auszubaden und dann Hesvalem muss man halt hüten, wenn er kommt. Wir sehen einfach von außen dieses herzige Baby. Aber auch später noch liebt uns Gott. Auch wenn wir unsere Umwege machen, Irrungen und Wirrungen, wenn wir Zweifel haben. Gott liebt uns, er nimmt uns an, wenn wir das selbst überhaupt auch wollen. Gottes Liebe zu seinen Menschen, zu Matthäus hört niemals auf. Und so dürfen wir Matthäus mit großer Freude in unsere Gemeinschaft der Paulusbrei der weltweiten Kirche aufnehmen. Und im Namen der Paulusbrei bezeichne ich dich mit dem Zeichen des Kreuzes, dem Zeichen unseres dreieinen Gottes. Und ich lade ein, dass die Eltern, der Götti und wer sonst will, oder das kannst du regeln, auch das Zeichen des Sieges, das Zeichen des Heils, das Kreuzzeichen auf die Stirn von Matthäus zeichnen. Nein, einfach so. Er ist gerade so schön ruhig, vielleicht kann er ja nicht. Und in dieser Zeit kann ich auch gerne etwas über den heiligen Matthäus sagen. Für mich immer eine Gelegenheit, auch diesen Heiligen nachzuspüren. Es sind Menschen wie du und ich, die einfach irgendwie ihr Leben gut gemeistert haben. Sie haben ihn auch Wunder und so geschrieben. Okay, das können die bei wenigsten von uns, aber es können für uns eben auch Vorbilder sein, in gewissen Situationen vielleicht so zu entscheiden oder vielleicht sogar einen ähnlichen Weg zu gehen. Bei Matthäus vielleicht nicht ganz so ratsam, aber sehen wir ihn. Ein bewegtes Leben hat er gehabt. Schön ist vor allem aber die Bedeutung des Namens Geschenk Jahwes oder Geschenk Gottes. Ein wunderschöner Name, eben auch für ein kleines Kind. Er war ein Jünger Jesu, einer der 12, also ein Apostel. Und man setzt ihn in der Tradition gleich auch mit dem Evangelisten Matthäus. Er soll der biblische Zöllner Levi gewesen sein, der von Jesus zu seinem Nachfolger berufen wurde.
Daraufhin hat er auch eben den Namen gewechselt zu Matthäus. Ist legendär, aber es könnte passen. Sein neues Leben ist quasi ein Geschenk Gottes. Die Zöllner waren nicht wirklich gut angesehen. Sie hatten mit Geld, gerade mit dem römischen Geld zu tun. Und durch Jesus ist er zu einem ganz anderen Leben gekommen. Solche Namenswandel gibt es ja auch von Saulus zum Paulus oder auch von Simon zu Petrus. Könnte sehr gut sein. Vieles in seinem Leben ist legendär und so soll er im Jahr 42 Palästina verlassen haben, um zu missionieren und ist unter anderem eben auch dann nach Äthiopien gekommen. Wahrscheinlich vielleicht auch darum, diese Verbindung, ich habe gar nicht nachgefragt, hat auch zu wenig Zeit nachzuschauen, was Matthäus dort in Äthiopien, Eritrea wirklich für eine Bedeutung hat. Ihr könnt es uns gerne eine zweite Reihe machen. Sie hat Gott geweiht, wahrscheinlich jungfräulich bleiben, irgendeine Gemeinschaft vielleicht, keine Ahnung. Damals gab es die Orden ja noch nicht. Ihr Onkel, relativ schwierige Person, wollte sie heiraten. Davor hat sie dann Matthäus bewahrt. Ja, auf jeden Fall, den Miatakus hat das nicht gefallen. Und er hat ihn anscheinend erleben, mit dem Schwert erdolchen lassen. Dies wird auch dargestellt, wunderbar von Caravaggio, wer mal in Rom ist, soll dort in die französische Nationalkirche an der Piazza Navona in der Nähe, leider sehr oft geschlossen. Ich hatte das Glück, konnte man in diese Kirche und das Bild anschauen. Drei wunderbare Bilder über Matthäus und eben das eine von dieser, ja, vom Tod des Matthäus. Also die Gemeinde soll 1084 sind die nach Italien gekommen, auch legendär, man weiß nicht wie, nach Salerno, etwas südlich von Neapel. Aber darum hat Salerno den Matthäus als Stadtpatron, doch das Bistum, als Bistumspatron. Interessant wird es dann für uns, für die Buchhalter, Geldwechsler und Christian, also Finanzbankleute und so, da ist der Matthäus der Patron. Sein Gedenktag ist bei uns der 21. September in der orthodoxen Kirche der 16. November. Was ich auch nicht gewusst habe, im Volk hat er eine wichtige Bedeutung. Der 21. September war bei uns in Mitteleuropa der Winteranfang schon. Und da gibt es einen Haufen Sprüche, Bauernregeln. Ich sage mal so ein, wie es Matthäus treibt, es 4 Wochen bleibt. Also wie es am 21. ist, habe es jetzt nicht gesehen, aber ob da schön war, aber die Herbstferien waren noch recht schön. Tritt Matthäus stürmisch ein, wird bis Ostern Winter sein. Wenn Matthäus Wein statt lacht, er aus Wein oft Essig macht. Und den letzten noch, die Wintersaat gar wohl gerät, wenn man sie bis Matthäus sät. Es gibt nicht viele Heilige, die solche Sprüche haben. Das zeigt ein Volksnahmensch oder Heiliger bei uns, wie er in Eritrea ist, hat eben zu wenig nachgefragt. Irgendwann ist Matthäus aufgewacht und dann war es ein bisschen unruhig. Aber wir können ja nachher mal einen Kaffee und Brot noch besprechen. Im Zentrum steht aber nicht dieser Heilige, sondern eben unser kleiner Matthäus hier. So möchte ich gern für Matthäus beten. Guter Gott, gib Matthäus 2 kräftige Füße, um gut durch das Leben zu gehen und um anderen beizustehen. Gib ihm 2 starke Hände, die dort zupacken können, wo es anderen zu helfen gilt. Gib ihm einen Mund, der mit Freunden lachen kann und eine Stimme, die Menschen trösten wird, die leiden und traurig sind. Gib ihm aufmerksame Augen, damit er erkennen wird, was gut und was böse ist, sodass er immer weiß, welchen Weg er zu gehen hat. Amen. Und jetzt ist er definitiv eingeschlafen. In unserer Mitte haben wir ja das Taufbecken.
das Wasser als Zeichen des Lebens, auch des neuen Lebens durch die Taufe, auch das Zeichen der Reinigung natürlich, aber ich betone lieber einfach die Stärkung durch das Wasser. Kein Leben ohne Wasser. Und dieses Wasser wollen wir jetzt segnen für die Taufe von Matthäus. Guter Gott, segne dieses Wasser, in dem Matthäus getauft wird. Du hast ihn im Glauben, du hast ihn im Glauben der Kirche zur Wiedergeburt berufen, damit er das ewige Leben habe durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und jetzt ist das, glaube ich, das Glaubensbekenntnis da drauf. Sehr gut. Wir bekennen unseren Glauben und eben auch wieder auf Tigrinisch, sagt man, glaube ich, gell? In Tigrinya. Und wer das natürlich nicht versteht, wir können es einfach genießen, die schöne Sprache. Wer unbedingt muss, kann es auf Deutsch noch mitreden. Aber es ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich lade ein, irgendjemand muss beginnen, weil ich kann es nicht. Zolot Haimanot, Haurias Gorosu, Amen Zavira, Kuluzan Samai, Nutrins Patere, Jesus Christus, Hadur Dubetana, Summa Vasculus Tatense, Kabin de Mariam Tavande, Hameme, Vitetisistanum, Platos, Dentenavi. Tesserre, morte, tagebre, nafsi urode, afsasai maate hamdante se, nafsi mai urte, avya mamzul sisi avirata omete, dharum zirukum 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 zirukum. Haben alle Kinder eins? So. Ja. Sehr gut.
Du wolltest ja auch noch rein. Kerzen hat es in der Kirche immer genug. Die gehen uns nie aus. Wer bin noch eins? Ah ja, bitte. Das könnt ihr nehmen. Sorry. Jetzt haben alle, kleinen und großen Kinder, hat auch noch für die Erwachsenen die Wohnung. Gut. Wie heißt du? Du hast die Kerze von Matthäus anzünden, wenn du willst. Diese da. Dieses Licht zünden wir an der großen Osterkerze, das Symbol für Christus, das wird im wichtigsten Gottesdienst in der Osternacht, wird diese Kerze gesegnet, geweiht sogar. Es steht für Christus, der für uns das Licht der Welt ist. Und dieses Licht soll dann auch, darum haben wir jetzt die Kerze für Matthäus angezündet, soll in seinem Leben immer leuchten. Ihn immer begleiten. Und er soll auch für seine Nächsten, für seine Leute um sich, für seine Familie, die er dann auch selbst einmal haben wird, Licht sein, Licht bringen. Wir haben den Glauben bekannt und den dreieinen Gott. Auf diesen Namen wollen wir jetzt den Matthäus taufen. Das müssen wir halt irgendwie schauen, dass das. Ja, ohne Kaffee besser. Können Sie das nachher wieder abtrocknen? Ja. Matthäus, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann haben wir das Chrysam, es ist auch ein Zeichen des Heils, des Heilwerdens. Früher auch medizinisch gebraucht, auch heute noch so ein Balsam mit Öl und Holz auch für den Balsam. Es ist vor allem aber auch für uns ein religiöses Zeichen. Ein Zeichen, das der Matthäus in der Nachfolge von Jesus auch König ist. Könige werden gesalbt. Er wird Macht haben als Vater, ja, oder in seinem Beruf, was auch immer. Wir alle üben irgendwo auch Macht aus, Einfluss. Nicht gerade so wie Königinnen und Könige, aber wir haben Verantwortung, dem zu tun. Auch Propheten wurden gesalbt. Der Matthäus soll ein kleiner und dann vielleicht mal großer Prophet sein. Dorthin schauen, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Missstände gibt, Ungerechtigkeit, dort eingreifen und für das Gute sorgen. Der Prophet. Und bei uns auch immer noch werden Priester gesalbt. Das sind Menschenpriester, die das Heil bringen sollen, die auch das Wort Gottes, das Gute, die Frohbotschaft verkünden sollen. An all dem hat Matthäus auch einen Anteil. Matthäus, du bist ein wichtiger Teil des Volkes Gottes
und gehörst für immer Christus an. Der Gesalbt ist zum Priester, König und Propheten. Jetzt ist Matthäus getauft und hat auch schon das weiße Kleid an, so wie viele von uns hier das Weiß, das Zeichen der Reinheit auch tragen, und ich auch immer wieder im Gottesdienst. Das ist auch ein Zeichen bei der Taufe, dass er jetzt quasi wie Jesus angezogen hat, dass jetzt Jesus Christus sein Leben auch bestimmen soll. Dafür eben auch die Kerze, das Licht, das ihn begleiten soll. Dürfen wir wieder an den Platz gehen, und miteinander wollen wir für Matthäus beten, unsere Wünsche, unsere Bitten. Die Kinder können ihre Kerze wieder reinstellen. Hat da extra auch kleine Löcher. Unsere Fürbitten und Wünsche werden wir gebetet von Kindergarten und Christen. Gott, wenn es nicht darf, gebe ich halt die Abwäschung. Ist so wie voll. Jetzt nicht. Um sich hat, die ihn annehmen, wie er ist, denen er vertrauen kann, die für ihn da sind und ihm helfen. Lass ihn in einem liebevollen Umfeld aufwachsen, in dem niemand nach Herkunft und Hautfarbe beurteilt wird. Ein Kind ist ein Geschenk. Gott gibt den Eltern Kraft, Geduld und Ausdauer, um es auf seinem Weg durch Kindheit und Jugendzeit zu begleiten. Und stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihnen dabei helfen. Gott, wir denken an die Menschen, die mitten im Krieg leben oder auf der Flucht sind. Vor allem auch an die Kinder, die keine Wohnung, kein Essen, keine Schule und keine Liebe haben. Mach, dass Menschen auch hier helfen, wo sie können. Wir denken an die Verwandten von Matthäus, die in Eritrea und in anderen Ländern leben und jetzt sicher auch mit ihm und uns im Gebet verbunden sind. Alle Wünsche und Bitten, die wir auch ganz persönlich in uns mittragen, für Matthäus natürlich, aber eben auch für Menschen, die uns jetzt in Erinnerung kommen, in den Sinn kommen, die wir mit, in Gedanken mit in diesen Gottesdienst genommen haben. All diese Wünsche, all diese Menschen legen wir vor Gott, diesem Gebet, das er uns geschenkt hat, dem Vater unser und unser Vater. Und ich lade ein, dass wir, das gibt so ein, vielleicht ein schönes Zusammen, einfach in unserer Muttersprache, das Vater unser jetzt gemeinsam beten. Und ich lade ein, dass wir dazu aufstehen. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, die Geduld ist beim Kindern schon fast zu Ende und Matthäus schläft ja immer noch. Ja. Da können wir noch lange weitermachen. Aber wir wollen jetzt dann auch weitergehen. Das Fest geht ja dann noch einmal weiter. Und ich möchte zum Schluss des Gottesdienstes, es ist bei euch so Tradition, hat mir Maser gesagt, dass nach einem Gottesdienst auch das Brot geteilt wird. Das ist halt auf dem Altar bereit gemacht. Ich möchte Gott noch um den Segen über das Brot bitten. Jesus nahm Brote, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern zu verteilen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Segne dieses Brot und gib in deiner Güte allen Menschen, was sie zum Leben brauchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Freund. Amen. Und zum Schluss des Gottesdienstes, bevor wir dann noch mal ein Lied hören, wollen wir Gott um seinen Beistand bitten für die nächste Zeit. Für Matthäus haben wir als oft gebetet, dass er ihn sein ganzes Leben begleite. Gott soll ihm und auch uns nachbleiben. Guter Gott, stärke, was in uns wachsen will. Schütze, was uns lebendig macht. Behüte, was wir weitertragen. Das gebe uns allen. Gebe uns und allen, die uns am Herzen liegen, der dreieinige Gott, gütiger Vater, in der Mutter, durch den Sohn, in der Heiligen Geist, Kraft. Und so sage ich vielen Dank für die Gemeinschaft, die immer größer geworden ist, schon mehr als an einem Sonntagsgottesdienst hier. Danke, dass ihr Matthäus begleitet, heute an diesem Festtag und auch weiterhin, auch im Alltag. Und auch Maser mal entlastet, wenn sie wieder übermüdet ist, wenn er mal die ganze Nacht durchgeweint hat. Und danke für die Musik auch, speziell schönen Lieder. Und so hören wir jetzt zum Schluss noch einmal. Thank you.
den wir das Brot einfach drüber, den ich weiter. I'm not afraid to say,
alle neue Sie hießen. Noch in die Amlache gesät mich, noch in die Amlache gesät mich. Oh, 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 ich gesät mich, oh, 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 ich kenn mich. Zeig doch, lang durch die Nähe, alle neue Sie hießen. Noch in die Amlache gesät mich, noch in die Amlache gesät mich.
سلام لاخو واری از تعداد ملاک زاویر بسای حاول است سوار کنه کر سفری اس کا تمام ہے سجدت سجدت نافا سبحان 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 نافا
سجدت سجدتنا خاص سبحان سبحان الله سجدت نافا سبحان 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 نافا يجيب
Sahara,
عزات قرات بيت خست بالليل 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 الزخور سنيكا الزخور حايتكا فريرك بوثوز عم يغيرو تفرقا الزخول سنعيكا تمستنك القبرقا بس فريرك بوثوز عم يغيرو تفرقا يا نيو ترحان بغوار وارحي
Yeah.